Willkommen zum Teil 2 der KMX-Schaltzeiten und das sind unsere Schaltzeiten. So, wir haben einen Tastsensor, zum Beispiel Tasten mit zwei Schließern. Das ist dieses Symbol hier, Dimmsensor, er dimmt eben dein Licht von zwei Kanälen. Dann haben wir hier so allgemeiner Sensor mit Hilfsspannung, AC, okay, da ist irgendein Hilfskontakt mit, ja, der dann zusätzlich noch Spannung braucht. Dann haben wir hier einen Jalousie-Sensor, das ist ja eben für Jalousie hoch und runter. Binäreingänge für 4 Kanäle DC oder AC gibt es. Gleichstrom oder Wechselspannung, die dann irgendwie 0 und 1 erkennen und dann irgendwie schalten können oder wie auch immer. So, ein IR-Sender für Batteriebetrieb, daher zum Beispiel Funkrauchmelder werden über Funk gemeldet, kann man dann auch über KNX steuern und wenn einer auslöst, dann ist das eben dieser Sender oder auch Empfänger. Das ist nicht nur der Sender, es gibt auch noch ein IR-Empfänger, das ist der hier. Ja, der eine sendet und der andere empfängt etwas. Dann gibt es einen Helligkeitssensor, der tut das Licht messen, wie hell ist es oder da, wenn es dunkel ist, dann fahren oder geht das Licht an. So, dann gibt es einen Temperatursensor, der heißt, der misst eben die Temperatur von einer Heizung zum Beispiel. Dann Rauchmelder, CO2-Melder, Bewegungsmelder, Passiv, Infrarot gibt es, Zeitsensor. Da ist wieder irgendein Bedienpanel, wo dann eben registriert wird, du bist um 7.01 Uhr gekommen und bist um 15.59 Uhr dann misst er einfach diese Zeit. Zeitschaltuhr, okay? Zeitschaltuhr, das kennt eigentlich auch jeder von uns, die dann eben nach einer Zeit einfach ausdehnen oder andehnen. Dann gibt es hier einen Windgeschwindigkeitssensor. Weiß ich gerade überhaupt gar nicht, wo der eingesetzt wird. Aber der mit eben diese Windsensoren. Ja, es gibt noch Aktoren. Aktor allgemein. Aktor mit Hilfsspannung. Aktor mit Zeitverzögerung. Dann gibt es Schaltaktoren. Schaltaktoren, dann Jalousieaktoren, Dimmaktor und Analogaktor. Gibt es dann auch noch. Dann gibt es noch zwei sonstige Schaltzeichen. Da werden dann zum Beispiel Schaltgerät mit zum Beispiel Binäreingänge, zwei Kanäle. Okay. Und Anzeige ein Information Display. Das ist glaube ich dieses Tableau Bedienpanel, wo man eben sehen kann, was oder ich damit einstellen kann. Ja, das war auch mit der zweiten Folge von die Schaltzeichen KNX. Ich hoffe, euch hat echt gefallen. War mal wieder was anderes. Mal wieder in die Richtung Schaltzeichen. Nächste Woche werde ich euch mal das Programm ETS 5 vorstellen. Seid
gespannt. Wir sehen uns. Bis dann. Macht gut. Schönen Tag. Tschüss.